Karriere ist auf Erfolgskurs. Nach dem unglücklichen Unentschieden gegen La Chaux-de-Fonds hat es gestern wieder für 3 Punkte gelangt. Die Grün-Weißen schlönt den FC Wohlen im Nachtragsspiel mit 4:0. Von der ersten Halbzeit zwischen dem FC St. Gallen und dem FC Wohlen lohnt es sich nicht, um viel zu zeigen. Ein mühsamer Start für die St. Galler Fehlpässe, nichts passt zusammen. Ein stärkerer Gegner würde die Freiheiten schamlos ausnutzen. In der 42. Minute dann endlich der Lösungs 1:0 durch Mario Cáceres. Solange ein Unruh steht daheim, sind wir sicher nicht zufrieden. Aber ich glaube, wir haben es probiert. Der Platz ist nicht einfach zum Bespielen. Aber jetzt ist 1:0, jetzt gehen wir in Pause und dann kommen wir wieder Vollgas raus. Der Moreno Merenda nimmt sein Pausenstatement dann wortwörtlich und schiesst in der 59. Minute gerade selber das 2:0. Die Verkrampfung ist plötzlich weg, die Sicherheit zurück. Die erste und die zweite Halbzeit liegen die Spieler in Welten auseinander. In der 76. Minute gelingt dann Moreno Merenda der dritte und für ihn der zweite Treffer in diesem Spiel, dank einem herrlichen Rückpass von Adrian Winter und einer Täuschung von Mario Cáceres. Zeit zum Aufbank, der Sieg für den FC St. Gallen ist im Trocknen. Wir mussten reagieren. Wir haben in La Chaux-de-Fonds unnötig Punkte liegen lassen. Wobei, das ist Fußball. Das ist leider so, das gibt es immer wieder. Man sieht es in allen Ligen von allen Ländern auf dieser Welt. Aber ich denke, heute ist die Reaktion von der Mannschaft und die war eindrücklich. Und ich kann aber auch nie Zweifel daran, weil mit diesen Fans im Rücken da kann eigentlich nichts schief gehen. Zugabe zum 3:0 dann noch in der 91. Minute. Der Mario Cáceres schiesst seinen zweiten Treffer und damit Schlussresultat von 4:0. Fußball sieht einfach aus, ist aber nicht immer so einfach, leider. Und darum müssen wir jetzt auf diesem Weg weitermachen. Wir haben gesagt, wir wollen den März erfolgreich abschliessen. Es war im Grossen und Ganzen ein erfolgreicher März, auch wenn wir jetzt nicht mehr im Cup dabei sind. Das müssen wir akzeptieren. Aber dafür können wir uns jetzt voll und ganz auf die Meisterschaft konzentrieren. Und jetzt geht es in die Schlussphase rein. Und in dieser Schlussphase wartet ein weiterer starker Gegner auf den FC St. Gallen. Am Samstag kommt Thun hin und da werden wir wahrscheinlich auch wieder gefordert bis zum Letzten. Thun ist eine sehr gute Mannschaft, hat immer noch Super League-Kader beieinander, haben jetzt ein bisschen Pech gehabt in den letzten Spielen, so wie ich es gesehen habe, und wir müssen uns gut vorbereiten, es wird ein schwieriger Match. Der FC St. Gallen holt die 3 nötigen Punkte, um an der Tabellenspitze zu bleiben und sich Lugano nach wie vor einen Punkt vom Leib zu halten.